Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Noch einmal kurz zum Ablauf. Wir versuchen jetzt biografisch die Zeit zwischen Taufe und Klostereintritt Edith Steins mitzugehen. Dann wird es eine Kaffeepause geben. Dann werden wir die Texte durcharbeiten, die ich mitgebracht habe. Und in Gruppenarbeit, wir sind heute so viele, dass sich vielleicht 4 Gruppen ausgehen. Und dann kommt der zweite Impuls von Pater Roberto. Lassen Sie mich zunächst mit einem Zitat von Waltraud Herbstritt beginnen, die Sie alle kennen, Karmelitin und Edith Stein Kennerin. Wer war Edith Stein? Was hat sie uns Heutigen zu sagen? Deutschland wird sich bewusst, dass es in Edith Stein eine seiner größten Frauen ehrt. Ihr philosophisches und pädagogisches Werk wird langsam erschlossen. 1987 wurde Edith Stein von Papst Johannes Paul II. Auf seiner Deutschlandreise in Köln selig und 1998 in Rom heilig gesprochen. Im Jubel dieser späten Ehrung laufen wir Gefahr, die menschliche Lebendigkeit Edith Steins aus den Augen zu verlieren und diese großartige Frau nur vom Blickpunkt der verklärten Hagiographie, also der Lebensbeschreibung einer Heiligen, verkürzt zu sehen. Doch gerade das Gesamtbild ihres Lebens und ihrer Botschaft macht ihre unverkennbare Größe aus. Wenn die Unterscheidung bzw. Verbindung zwischen Profanem und Sakralem einen Sinn hat, dann bezeugte Edith Stein die befreiende Erkenntnis, dass das Heilige in der Mitte des weltlichen Menschen keimt und das Weltliche aus der Tiefe einer glaubenden Gestalt wieder seinen Sinn bekommt. Es ist nicht damit getan, das beunruhigte Gewissen wegen ihrer Ermordung in Auschwitz durch eine undifferenzierte Anbetung zu stillen. Man soll sich behutsam dieser manchmal äußerlich nicht ganz durchschaubaren und doch im Ganzen sehr klaren und lebensfreudigen Frau anzunähern versuchen, um ihr Lebenszeugnis und ihre Botschaft für heute zu entschlüsseln. Diese Entschlüsselung wollen wir hier gemeinsam ein wenig versuchen. Und ich werde versuchen, Ihnen ein bisschen diese Edith Stein zu schildern, wie wir sie hätten auch in unserem Alltag begegnen können. Wir beginnen ihren Weg nachzuzeichnen bei jenem Ereignis, zu dem uns Pater Roberto im November hingeführt hat, bei ihrer Taufe. Die erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt, hatte Edith Stein 1917 in ihrer Begegnung mit der Witwe Adolf Reinachs. Reinach war ebenfalls Husserl-Schüler, war im Ersten Weltkrieg an der Front, hat dort Briefe geschrieben, aus denen zu entnehmen ist, also an seine Frau, dass er sich langsam dem Glauben annähert. Er hat ihr geschrieben, er wird sich wohl in Zukunft mehr damit beschäftigen müssen. Es ist dann explizit nicht mehr dazu gekommen, er ist 1917 gefallen, mit ein bisschen über 30. Edith Stein ist zur Witwe hingefahren, um ihr zu helfen, um den philosophischen Nachlass ihres Mannes zu ordnen, aber auch um sie persönlich zu trösten. Sie hat natürlich erwartet, eine vollkommen gebrochene Frau vorzufinden, und sie war erschüttert und bis ins Innerste betroffen von der Kraft, die die junge Witwe ausgestrahlt hat in ihrem Schmerz. Die hat nämlich kurz zuvor zum Glauben gefunden. Sie war Protestantin, sie hat sich taufen lassen, sie war auch Jüdin, so wie ihr Mann. Aber durch den Glauben hatte sie so eine Kraft, den Schicksalsschlag zu bewältigen, dass Edith Stein das erste Mal ganz betroffen war, was für eine Kraft der Glaube geben kann. Sie schreibt: Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes, handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglauben zusammenbrach
das Judentum verblasste und Christus aufstrahlte, Christus im Geheimnis des Kreuzes. Wir können uns nun fragen, und wir werden das dann mit den Texten Edith Steins und in der Gruppenarbeit, warum hat Edith nicht sofort die Konsequenz aus diesem ersten starken Glaubenserlebnis gezogen? Sie hat kaum jemals über ihr inneres Leben gesprochen. Sie ist eine sehr verschlossene, geheimnisvolle Person. Aber aus manchen ihrer Schriften erhalten wir Auskunft darüber. Man kann sagen, diese Frage zieht sich durch ihr ganzes Leben, durch ihre ganze philosophische Arbeit. Wie kann man sich das Zusammenwirken von menschlicher Freiheit und dem Anruf der Gnade vorstellen? Wo ist diese Kontaktstelle, wenn uns die Gnade trifft? Wie antworten wir? Wann antworten wir? Was gibt es für Hindernisse, dass der Mensch nicht antwortet? Denn auch diese Möglichkeit ist ja in der Freiheit gegeben. Nach der Beendigung ihrer Mitarbeit bei Husserl, die Probleme haben wir das letzte Mal, vorletzte Mal gehört, kehrt Edith zu ihrer Mutter nach Breslau zurück. Sie hat keine Anstellung, aber sie ist keineswegs untätig. Sie beginnt nämlich im Haus ihrer Mutter Vorlesungen zu halten. Und sie hat sehr rasch bis zu 50 Zuhörer, schreibt das ganz stolz. Der Erfolg wird in ihr den Wunsch nach einer Dozentur noch mehr verstärkt haben. Ihre Bewerbungen in Göttingen, Freiburg, Breslau und Kiel haben keinen Erfolg. Für Husserls 60. Geburtstag schreibt sie für das Philosophische Jahrbuch einen Artikel, man kann fast nicht mehr Artikel sagen, es ist eine riesige Studie mit 283 Seiten, Beitrag für ein Jahrbuch. Und sie bemüht sich auch um die Herausgabe von Adolf Reinachs Werken. Tief in ihrem Inneren ist sie jedoch weiter auf der Suche. Sehr wichtig ist ihr das Gespräch, der Austausch mit ihren Freunden. Darunter besonders mit Fritz Kaufmann, Hans Lips, zu dem sie eine tiefe, allerdings einseitige Liebe empfindet, und Hedwig Konrad Martius, eine evangelische Freundin. Den Sommer 1921 verbringt sie im Haus dieser Freundin und Philosophenkollegin in Bad Bergzabern in der Südpfalz. Hier, also 4 Jahre nach diesem ersten einschneidenden Glaubenserlebnis, geschieht der eigentliche Durchbruch, nachdem sie eine Nacht lang die Vida der heiligen Teresa von Avila gelesen hat. Es wäre wahrscheinlich zu sehr legendarisch verzeichnet, wenn wir sagen, sie hat das Buch vorher nicht in der Hand gehabt. Wir wissen, dass sie sich schon vorher damit beschäftigt hat, auch aus psychologischem Interesse, denn das Buch gibt ja sehr viel Aufschluss auch von der Psychologie her über das Innenleben und die Entwicklung der Persönlichkeit eines Menschen. Aber eben in dieser Nacht hat sie der Band, das Buch, besonders getroffen. Sie liest es aus in einer Nacht, aber es trifft sie wie ein Blitz. Sie sagt nachher nur, das ist die Wahrheit. Sie sagt nicht genau, was, aber in diesem Buch hat sie die Wahrheit gefunden. Wenn man sie später gefragt hat, was hier vorgegangen ist, hat sie sehr zurückhaltend, ja abweisend geantwortet, Secretum meum mihi, mein Geheimnis gehört mir. Aber wir können ein bisschen anhand der Texte dann Einblick bekommen, was da in ihr eigentlich abgelaufen ist. Die Pfarre Bad Bergzabern bewahrt noch heute als kostbaren Schatz, gleichsam als Reliquie, diese 1919 gedruckte Ausgabe der Vida der heiligen Teresa von Avila auf, die Edith in jener Nacht gelesen hat, 1919 gedruckt. Auf dem Vorsetzblatt, also auf dem weißen Blatt, was nach dem Buchdeckel eingebunden ist, hat jemand mit Tinte eingeschrieben, Bergzabern, Sommer 1921.
Und man könnte fast mit Sicherheit annehmen, es ist die Handschrift Edith Steins. Und das ist schon einer dieser Blickpunkte in ihr Inneres. Wenn Sie sich das Johannesevangelium anschauen, Johannes 1, 39, wo die beiden Jünger hinter Jesus hergehen, er sagt zu ihnen, kommt und seht, dann schreibt Johannes nicht, was ihnen Jesus an diesem Nachmittag, an diesem Abend, in dieser Nacht erzählt hat. Er schreibt aber ganz genau, es war um die 10. Stunde. Er will für die Erinnerung irgendwo festmachen, in der Realität dieses einschneidende innere Erlebnis. Es war um die 10. Stunde. Und wir dürfen annehmen, dass Edith Stein in dieses Buch auch hineingeschrieben hat, Berg Zabern, Sommer 1921, dass sie dieses Ereignis irgendwie festhalten wollte. Edith kauft sich am nächsten Morgen, und diese Konsequenz ist für sie ganz typisch, ein Messbuch und einen Katechismus, studiert beides durch und bittet den dortigen Pfarrer um die Taufe. Im September 1921, also vor der Taufe noch, kehrt sie anlässlich der Geburt des ersten Kindes ihrer Schwester Erna nach Hause zurück. Vorsichtig versucht Erna, der Mutter nahezubringen, wie sehr sich Edith schon dem Christentum angenähert hat. Aber diese Hinwendung zum Christentum liegt ab da wie ein schwerer Schatten auf der Beziehung zu ihrer Mutter, die ja eine gläubige Jüdin war. Am 1. Jänner 1921 wird Edith in Bad Bergzabern getauft. Ihre Patin ist, mit Dispens, weil sie evangelisch ist, Hedwig Konrad Martius. Und als Taufkleid trägt Edith deren weißen Hochzeitsmantel. Am 2. Jänner empfängt sie zum ersten Mal die Kommunion. Der Taufstein ist heute noch erhalten. Eine kleine gotische Kirche in Bad Bergzabern. Der Taufstein steht ganz vorne, fast beim Altar. Die Firmung ist am 2. Februar 1921 in der Hauskapelle des Bischofs von Speyer. Und wenn Sie sich diese beiden Daten ansehen, 1. Jänner, da wurde früher die Beschneidung Jesu gefeiert, 2. Februar, Reinigung Marie, der alte Name, Darstellung Jesu im Tempel. Also sind das zwei Feiertage im christlichen Kalender, die einen ganz starken Bezug zum Judentum haben. Und das ist auch wieder typisch, sie verbindet mit dem bewussten Eintritt ins Christentum ihre Wurzeln und die Wurzeln des Christentums, das Judentum. Das ist für sie ab da untrennbar verbunden. Und das drückt sie aus mit diesen beiden Daten. In Speyer lernt Edith Prälat Schwind kennen, der wird für die nächsten Jahre ihr Seelenführer. Er will von einem sofortigen Eintritt ins Kloster nichts wissen, weil Edith Edith hat schon als Ziel sofort mit der Taufe, sie will in den Karmel. Sie wird aber sozusagen im weltlichen Leben festgehalten, aufgrund ihres außergewöhnlichen Talentes in der Philosophie. Sie soll ihre Begabung einsetzen für die Welt zunächst. Prälat Schwind besorgt Edith jedoch einen ruhigen Arbeitsplatz in klösterlicher Umgebung, bei den Dominikanerinnen in Speyer. Die suchen für ihr Lehrerinnenseminar und Lyzeum eine akademisch gebildete Lehrerin für Deutsch und Literaturgeschichte. Entschuldigung, ich muss das Wasser. Also ab jetzt im Kloster, macht in etwa den Tagesablauf den klösterlichen mit,
mit sehr langen Gebetszeiten, unterrichtet in der Schule, kann auch nebenbei wissenschaftlich arbeiten. Es ist für sie eine gute Schulung. Ihre Sehnsucht wird der Karmel bleiben, aber für den Moment, es ist ja auch nicht gut, jemanden Neubekehrten sofort geradewegs ins Kloster gehen zu lassen. Das muss sich ja ein bisschen setzen lassen. Hier wird sie nun 8 Jahre leben und arbeiten. Sie arbeitet zum Beispiel neben dem Unterricht an Übersetzungen von Newman und Thomas von Aquin und bereitet Vorträge vor. Sie ist eine äußerst begabte Referentin bei Tagungen und wird immer wieder zu Vorträgen eingeladen. Noch heute steht in einer verborgenen Nische der Klosterkirche ihr Betschema. Was nämlich für die Außenwelt sichtbar war an dieser sonst sehr freundlichen, zwar stillen, aber sehr freundlichen, auch fröhlichen Frau, die mit äußerster Disziplin ihr Arbeitsleben bewältigt hat, das war, wenn man sie beobachtet hat, ihr Gebetsleben. Sie hat sich einen Betschemel ausgebeten, vor dem Altar, aber in einer Nische, sodass sie vom Hauptschiff der Kirche aus nicht zu sehen war. Das war hinter einem Mauervorsprung. Und das war so etwas Besonderes, sie beim Beten heimlich zu beobachten, dass jemand auf dem hochgeklappten Unterteil des Betschemels dann hingeschrieben hat, Betschemel von Edith Stein. Man wollte im Kloster die Erinnerung bewahren an diese große Beterin, also diesen Betschemel gibt es noch heute. Die Devise des Dominikanerordens Veritas, die eine, und die andere Contemplata Aliis Tradere, das in der Beschauung Empfangene anderen weiterzugeben, das wird ihr wohl sehr entgegengekommen sein, weil auf der Suche nach der Wahrheit war sie ja immer und sie war eine große, meditierende, betende, betrachtende. Schauen wir uns jetzt ein paar zu ihrer Umgebung in Speyer. So hat sie ausgesehen, etwa als junge Lehrerin nach der Taufe. Bin ich im Weg oder so? Ja, ja. Eigentlich recht schick. Ein schönes, strahlendes Gesicht. Geschützt. Ein bisschen, ja. Das ist in der Mitte der Speyerer Zeit. Da wollte eine Schülerin unbedingt ein Erinnerungsfoto von ihr, 1925, 1926. Sie war sehr nahe dem Speyerer Dom. Sie musste nur durch den Garten und über eine Steinbrücke, da geht gerade eine Dominikanerin, schöne alte romanische Dom. Ja, das ist auch was Schönes. Die Gnadenstatue im Speyerer Dom ist in den Napoleonischen Kriegen zerstört worden. Und der Papst hat 1930 eine neue Gnadenstatue gestiftet, die natürlich ganz noch jugendstilig ist. Sehr zeitgebunden in der Darstellung, aber sehr würdig und schön. Und diese Statue hat Edith Stein sehr oft besucht, auch sehr geliebt. Und die wurde in einer feierlichen Prozession über diese Brücke eingeholt. Und da war sie dabei mit ihren Schülerinnen. Hat sie den Zug begleitet. Da haben sie eine Luftaufnahme der Schule. Also das ist ein sehr großer Gebäudekomplex gewesen, Kirche, Schule, Kloster. Das Tor mit dem Wappen Veritas um Wahrheit. Das ist der Betschemel. In einer Nische, also Sie müssen sich vorstellen, so geht dann das Kirchenschiff und hier ist der Altar. Und das war der Eingang zur Sakristei und in dieser Mauernische war sie von hinten nicht sichtbar.
Da hat sie oft ganze Nächte durchgebetet und am nächsten Tag wieder ihren Dienst versehen. Das ist der Schwesternchor oben. Und noch hier noch einmal ein Blick in die Klosterkirche. Also Sie müssen sich vorstellen, links hinter dem Seitenaltar, hinter dem linken Seitenaltar war der Mauervorsprung. Sie war ganz nahe dem Tabernakel, das war ihr wichtig, aber sie war nicht sichtbar im Gebet. Und da haben wir Bilder, wo sie im Kreis ihrer Schülerinnen ist, links außen. Das waren große Mädchen natürlich, also Lehrerbildungsanstalt, würden wir heute sagen. So. 1927 stirbt ihr geistlicher Begleiter. Auf Anraten von Pater Erich Pschivara, ein Jesuit, den sie gut gekannt hat, fährt Edith in der Karwoche 1928 nach Beuron in das große Benediktinerkloster und sie bittet den dortigen Abt, ab jetzt sie geistlich zu begleiten. Der war Raphael Walzer. Er wird ihr neuer geistlicher Begleiter und erinnert sich später an sie: Selten habe ich eine Seele getroffen, die so viele und hohe Eigenschaften in einem Geist vereinigt hatte. Dabei war sie die Einfachheit und Natürlichkeit in Person. Sie war ganz Frau geblieben, mit zartem, ja mütterlichem Empfinden, ohne irgendjemand bemuttern zu wollen. Mystisch begnadet im wahrsten Sinn des Wortes, hat sie nicht den Schein des Gesuchten und Überlegenen an sich getragen. Sie war schlicht mit einfachen Menschen, gelehrt mit Gelehrten, ohne alle Überhebung, mit Suchenden eine Suchende, beinahe möchte ich hinzufügen, mit Sündern eine Sünderin. Und die Journalistin Marie Lorraine schreibt im Neuen Westfälischen Kurier 1947, also schon nach dem Tod Ediths: Wer dieser Frau begegnen durfte, sei es im persönlichen Umgang, sei es auch nur in den Seelen, in denen sie ihre lebendigen und klaren Vorträge hielt, der könne das vor Stille förmlich leuchtende Gesicht nie wieder vergessen. Schöner Ausdruck. Von Stille förmlich leuchtend. Sie war eine ganz gesammelte, verinnerlichte Persönlichkeit. Und das war das Einzige, dieses Leuchten, was von diesem Geheimnis, was sie bewahrt hat, wie die kostbare Perle, den Schatz im Acker, was nach außen gedrungen ist. Persönlich lebte Edith sehr anspruchslos. Sie nimmt gleichsam das spätere klösterliche Leben schon vorweg. Das prägt sich schon in der Art aus, wie sie sich kleidet. Schwarzes Kostüm, weiße Bluse, immer dieselbe schlichte Frisur. Sie lässt sogar von der Klosterschneiderin dieses Kostüm schneidern und nennt das ihre Klosteruniform. Auf den Fotos ist ihr Gesicht meist ernst, aber es wird berichtet, dass sie eine ganz natürliche, freundliche Art des Umgangs mit den Menschen hatte. Und zwar mit Menschen allen Bildungsniveaus. Sie konnte herzhaft lachen. Im Unterricht war sie allerdings streng und erlaubte keinerlei Abschweifungen. Ein bisschen was von dieser geschulten philosophischen Strenge haben wir bei Frau Professor Gerd Falkowitz im Heiligenkreuz, alle, die dabei waren, miterlebt. Edith Stein hält in diesen Jahren neben ihrer Unterrichtstätigkeit auch sehr viele Vorträge. Freiburg, München, Köln, Zürich, Wien, Prag, Salzburg, Heidelberg, Münster, Augsburg, Aachen. Die Kar- und Ostertage 1928 verbringt sie in der Benediktinerabtei Beuron, wo sie in die Liturgie mit dem dort besonders gepflegten gregorianischen Choral förmlich eintaucht. Wie wir wissen, gibt es von Edith Stein kaum Reliquien,
natürlich körperlich von ihrem Körper keine. Wir kennen ihr Ende. Deswegen hat man mit besonderer Sorgfalt alles aufbewahrt, was mit ihr in Kontakt gekommen ist. Und da habe ich jetzt eine ganz rührende Sache. Wir haben mit Pater Roberto den Text zum Weihnachtsgeheimnis durchgearbeitet. Das ist eine Seite des Manuskriptes. Und sie hatte aber ein Krippel. Ein ganz schlichtes, naives Wachskrippel in einer Pappendeckelschachtel mit Heu. Das wird jetzt noch in Speyer aufbewahrt von den Schwestern. So wie auch das Bild, was sie über ihrem Schreibtisch hatte, das zeigt die Jesus- und Johannesgruppe. Wir haben sie hier in einer Nachbildung und das haben die Schwestern auch aufbewahrt. Also das war sozusagen ihr Herz-Jesu-Bild, das war ihre Krippe. Das gibt es noch immer in Speyer. Allmählich wird diese Doppelbelastung, das geregelte Leben einer Lehrerin in Speyer und die zahlreichen Vorträge und die damit verbundenen Reisen, wird ihr zu viel. Ihr geistlicher Berater, Erzabt Walzer, willigt ein und so verlässt Edith mit Ende des Schuljahres 1930/31 am 26. März 1931 St. Magdalena. Das Schuljahr hat damals vor Ostern geendet. Sie informiert ihre Schülerinnen erst bei der Zeugnisverteilung. Zufällig hat sie einen Fotoapparat dabei und es entstehen die letzten Bilder ihrer Zeit in Speyer. Sehr ernst. Das hat jemand charakterisiert, die Bilder. Sie sieht aus, als säße sie auf dem Sprung. Irgendwo, es gibt noch ein Bild, da sitzt sie allein auf einer Bank. Entschuldigung, zu schnell. Es ist ja nie ganz behaglich gewesen, wenn sie sich bewusst hat fotografieren lassen. Und das sieht man ja an. Immer ein bisschen verlegen. Weil sie aus sich selber nichts gemacht hat. Es gibt da ein paar Anekdoten, dass man sie aufmerksam gemacht hat, sie soll sich doch den Graben nicht zu hoch zuspendeln mit einer Brosche. Und man hat versucht, vorsichtig sie irgendwie zu lockern etwas. Und sie hat dann gesagt, ja, es tut ihr selber leid, sie weiß das. Aber sie ist von der Mutter her schon ein sehr sparsames und schlichtes Leben gewöhnt gewesen. Es war für sie überhaupt nicht ein Thema. Sie war immer sehr gepflegt, aber etwas aus sich zu machen, das war für sie kein Thema einfach. Noch einmal im Oktober desselben Jahres kehrt sie nach Speyer zurück, diesmal allerdings als Vortragende mit einem vielbeachteten Vortrag über die heilige Elisabeth von Thüringen. Diesen Vortrag hält sie außer in Speyer und in Zürich auch in Wien am 30. Mai 1931. Bei dieser Gelegenheit wird jenes Foto aufgenommen, das Sie alle kennen, das Logo unserer Edith Stein Gesellschaft hier vorne. Das ist in Wien entstanden, 30. Mai 1931. Vieles in dem Vortrag über die heilige Elisabeth, den Text werden wir dann auch miteinander durcharbeiten, ist sprachlich zeitgebunden und zeigt ein wenig das hagiografische Pathos, das bei Jubiläen oft anklingt. Man feiert damals den 700. Todestag der heiligen Elisabeth. Es lohnt sich aber, den zeitlos gültigen Aussagen darin nachzuspüren. Wieder geht es um das Zusammenwirken von menschlicher Freiheit und göttlicher Gnade, und das Einstimmen des Menschen in den göttlichen Willen. Edith nimmt nun Abschied von Speyer und fährt nach Hause nach Breslau. Sie arbeitet an einem großen Werk, an Potenz und Akt, der ursprüngliche Titel. Das wird sie später nach ihrem Eintritt in den Kölner Karmel umarbeiten und mit dem Titel Endliches und Ewiges Sein versehen. Ihre Schwester Rosa beginnt ebenfalls, sich dem Christentum anzunähern,
aber aus Rücksicht auf die Mutter schiebt man eine Taufe Rosas vorläufig auf. Bald zeigt sich ein neues Wirkungsgebiet für Edith. Aufgrund ihrer beeindruckenden Vorträge bietet man ihr endlich eine Stelle als Dozentin an, und zwar am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster und dazu eine Wohnmöglichkeit am dortigen Marianum. Im Frühling 1932 beginnt sie dort ihre Vorlesungstätigkeit. Sie entwirft dazu ein Programm, ein ganz streng konzipiertes, in dem sie von einem ganz wichtigen Prinzip ausgeht, was man jetzt allen Pädagogen eigentlich zur Pflicht machen sollte. Man muss sich nämlich primär von der Idee des Menschen ein Bild machen, vom Bild des Menschen. Was für eine Idee habe ich vom Menschen? Also wichtig ist die anthropologische Frage, wie sehe ich den Menschen? Und erst dann kann ich daraus eine Pädagogik entwickeln. Also wenn eine Ideologie zugrunde liegt, dann läuft schon die ganze Erziehung falsch. Sie schreibt eine Präambel zu ihrem Vorlesungskonzept, ausgehend von dem Begriff Mensch als Basis für Pädagogik und Erziehungsarbeit, analysiert Edith zunächst die verschiedenen Lehrmeinungen und erklärt ihre Methoden. Also sie gibt zunächst eine Überschau der verschiedenen Möglichkeiten der Pädagogen. Erst betrachtet sie den Menschen als materiellen Körper und als Organismus. Der folgende Schritt ist, welche Übereinstimmung hat der Mensch mit dem Tier? Wie ist das Entstehen des Menschen als Gattung und Individuum vor sich gegangen? Das Spezifische des Menschen bringt uns dann die menschliche Seele, Form und Geist. Das Zusammenleben der Menschen schließlich erfordert eine Analyse des sozialen Seins des Menschen. Das ist also ihr zugrunde liegendes pädagogisches Konzept. Womit Edith vermutlich in ihrer Sensibilität schon gerechnet hat, was sich aber jetzt immer stärker bemerkbar macht, ist ein wachsender Stimmungsumschwung unter den Studenten und im Lehrerkollegium. Das nationalsozialistische Gedankengut macht sich breit, schafft Unruhe und wird in Versammlungen und Demonstrationen unüberhörbar laut. In Köln unterbricht Edith ihre diesjährige Reise nach Beuron 1932 und feiert die Heilige Stunde mit. Sie schreibt, um 8 Uhr abends fanden wir uns zur Heiligen Stunde in Kamelköln-Lindenthal ein. Domvikar Wüsten hielt eine Ansprache. Er sprach schön und ergreifend, aber mich beschäftigte etwas anderes. Ich sprach mit dem Heiland und sagte ihm, ich wüsste, dass es sein Kreuz sei, das jetzt auf das jüdische Volk gelegt werde. Die meisten verständen es nicht, aber die es verständen, die müssten es im Namen aller bereitwillig auf sich nehmen. Ich wollte das tun. Er solle mir nur zeigen, wie. Als die Andacht zu Ende war, hatte ich die innere Gewissheit, dass ich erhört sei. Aber worin das Kreuztragen bestehen sollte, das wusste ich noch nicht. Ihren geistlichen Begleiter, Erzabt Raphael Walzer von Beuron, fragt Edith um Rat, was sie denn tun solle, wenn sie ihre Stelle in Münster werde aufgeben müssen. Walzer kann sich das nicht vorstellen. Aber Edith ahnt die Entwicklung schon voraus. In den Tagen vor der Karwoche 1933 entsteht auch jener Brief Edith Steins an Papst Pius XI., der lange als verschollen galt und in dem sie um Hilfe für das jüdische Volk in der drohenden Verfolgung bittet. Sie schreibt, ist nicht der Vernichtungskampf gegen das jüdische Blut eine Schmähung der allerheiligsten Menschheit unseres Erlösers?
der allerseligsten Jungfrau und der Apostel. Es lohnt sich, diesem Schreiben, das lange als verschollen gegolten hat, etwas nachzugehen. Sie werden da den vollständigen Text in Ihrem Reader finden. Möglich gemacht wurde seine Veröffentlichung erst durch die Öffnung der Vatikanischen Archive vor wenigen Jahren. Man hat immer geglaubt, man hat dem Vatikan und dem Papst vorgeworfen, er hätte nichts unternommen, um die Juden zu retten. Hier haben wir eine Erklärung für den Grund, warum Pius XI. Nicht offen eingeschritten ist. Und von Pius XII., der hat in etwa diese Linie weiterverfolgt. Er hat sehr viel für die Juden getan im Verborgenen. Es gibt, wenn Sie vom Petersplatz nach links hinausgehen, in Richtung Glaubenskongregation, dieses riesige Gebäude unmittelbar neben den Kolonnaden, da ist dann ein ganz kleiner, sehr schlichter, unscheinbarer Marienaltar über Augenhöhe, von zwei Engeln flankiert, und denen sieht man an, sie sind so in etwa noch ein bisschen das Monumentale der Kriegszeit, haben sie im Geschmack, also 30er, 40er Jahre. Aber in Rom sind so viele kleine Marienstatuen, Marienaltäre an den Häusern, dass das nicht weiter auffällt. Drüber steht Ab Angelis Defensi, von Engeln verteidigt. Und dieser Altar hat eine unglaublich berührende und schöne Geschichte. Der ist von den sehr vielen Juden gestiftet worden, die Pius XII. Heimlich im Vatikan und in Klöstern versteckt hat und die dadurch gerettet wurden. Und die haben nach dem Krieg aus Dank für ihre Rettung diesen Altar gestiftet. Also deswegen sind sie von Engeln beschützt. Ja. Nun, Edith Steins Brief an Papst Pius XI. Im Rieder haben Sie bitte einen Druckfehler, das ist meine Schuld. Sie müssen korrigieren auf 11. Ich habe 12. geschrieben in der ersten Version. Bitte durchstreichen, ja, das wäre Geschichtsfälschung. Sie hat den Brief vermutlich vor der Karwoche geschrieben in Beuron. In der Karwoche hat sie immer Exerzitien gemacht, da hat sie nicht gesprochen, keine Briefe geschrieben, da ist sie wirklich ganz in die Stille gegangen. Dieser Brief ist aber vorher entstanden, vermutlich in Beuron. Heiliger Vater, als ein Kind des jüdischen Volkes, das durch Gottes Gnade seit 11 Jahren ein Kind der katholischen Kirche ist, wage ich es, vor dem Vater der Christenheit auszusprechen, was Millionen von Deutschen bedrückt. Seit Wochen sehen wir in Deutschland Taten geschehen, die jeder Gerechtigkeit und Menschlichkeit, von Nächstenliebe gar nicht zu reden, Ton sprechen. Jahre hindurch haben die nationalsozialistischen Führer den Judenhass gepredigt. Nachdem sie jetzt die Regierungsgewalt in ihre Hände gebracht und ihre Anhängerschaft, darunter nachweislich verbrecherische Elemente, bewaffnet hatten, ist diese Saat des Hasses vor kurzem aufgegangen. Dass Ausschreitungen vorgekommen sind, wurde noch vor kurzem von der Regierung zugegeben. In welchem Umfang, davon können wir uns kein Bild machen, weil die öffentliche Meinung geknebelt ist. Aber nach dem zu urteilen, was mir durch persönliche Beziehungen bekannt geworden ist, handelt es sich keineswegs um vereinzelte Ausnahmefälle. Unter dem Druck der Auslandsstimmen ist die Regierung zu milderen Methoden übergegangen. Sie hat die Parole ausgegeben, es solle keinem Juden ein Haar gekrümmt werden, aber sie treibt durch ihre Boykotterklärung dadurch, dass sie den Menschen wirtschaftliche Existenz, bürgerliche Ehre und ihr Vaterland nimmt, viele zur Verzweiflung. Es sind mir in den letzten Wochen durch private Nachrichten 5 Fälle von Selbstmord infolge dieser Anfeindungen bekannt geworden. Ich bin überzeugt, dass es sich um eine allgemeine Erscheinung handelt, die noch viele Opfer fordern wird. Man mag bedauern, dass die Unglücklichen
nicht mehr inneren Halt haben, um ihr Schicksal zu tragen. Aber die Verantwortung fällt doch zum großen Teil auf die, die sie so weit brachten. Und sie fällt auch auf die, die dazu schweigen, schreibt sie dem Papst. Alles, was geschehen ist und noch täglich geschieht, geht von einer Regierung aus, die sich christlich nennt. Seit Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern tausende treuer Katholiken in Deutschland. Und ich denke in der ganzen Welt darauf, dass die Kirche Christi ihre Stimme erhebe, um diesen Missbrauch des Namens Christi Einhalt zu tun. Ist nicht diese Vergötzung der Rasse und der Staatsgewalt, die täglich durch Rundfunk den Massen eingehämmert wird, eine offene Häresie? Ist nicht der Vernichtungskampf gegen das jüdische Blut eine Schmähung der allerheiligsten Menschheit, unseres Erlösers, der allerseligsten Jungfrau und der Apostel? Steht nicht dies alles im äußersten Gegensatz zum Verhalten unseres Herrn und Heilands, der noch am Kreuz für seine Verfolger betet? Und ist es nicht ein schwarzer Flecken in der Chronik dieses heiligen Jahres? 1933 war noch dazu ein heiliges Jahr. Dass ein Jahr des Friedens und der Versöhnung werden sollte. Wir alle, die wir treue Kinder der Kirche sind und die Verhältnisse in Deutschland mit offenen Augen betrachten, fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält. Wir sind auch der Überzeugung, dass dieses Schweigen nicht imstande sein wird, auf die Dauer den Frieden mit der gegenwärtigen deutschen Regierung zu erkaufen. Der Kampf gegen den Katholizismus wird vorläufig noch in der Stille und in weniger brutalen Formen geführt wie gegen das Judentum, aber nicht weniger systematisch. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird in Deutschland kein Katholik mehr ein Amt haben, wenn er sich nicht dem neuen Kurs bedingungslos verschreibt. Zu Füßen eurer Heiligkeit und den apostolischen Segen bittend, Dr. Editha Stein, Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik, Münster in Westfalen, Collegium Marianum. Soweit der Brief Edith Steins, der auf noch ungeklärte, wahrscheinlich abenteuerliche Weise nach Italien geschmuggelt wurde. Es hat an der Grenze immer wieder Kontrollen gegeben. Erzabt Raphael Walzer hat den Brief sicher nicht selber mitgenommen. Er war schon um diese Zeit persona non grata und hat dann 1937 sein Amt niedergelegt. Eine direkte Antwort des Papstes ist nicht gekommen. Und man fragt sich, warum. Aber in dieser Zeit hat Hitler das Christentum als einen wesentlichen Teil des, wie er es genannt hat, deutschen Volkstums noch hat Versprechungen gemacht, dass er das Christentum schützen wird. Und es haben alle, die ein Amt hatten in der Kirche, gehofft, dass sie durch ein Einverständnis mit Hitler ihre Schutzbefohlenen auf diese Weise auch schützen können. Denken Sie an Kardinal Imitzer, dem ist genau dasselbe passiert. Der hat auch gemeint, man könne mit Hitler paktieren. Nach einem halben Jahr war er eines Besseren belehrt. Erst 1937 in seiner Enzyklika in brennender Sorge nimmt der Papst fast wörtlichen Bezug auf diesen Brief Edith Steins. Als Edith Stein nach Ostern am 20. April 1933, und es ist eine der großen tragischen Ironien des Schicksals, 20. April, Führersgeburtstag, als sie in ihr Institut in Münster zurückkehrt, schlägt ihr der Geschäftsführer, weil der Direktor war gerade auf Urlaub, schlägt ihr der Geschäftsführer vor, doch ein Semester auf ihre Vorlesungstätigkeit zu verzichten und still zu Hause im Marianum zu arbeiten. Edith antwortet, wenn es hier nicht mehr geht, so gibt es in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit mehr. Sie beendet ihren Dienst, sie wird nicht gekündigt, sie beendet ihren Dienst freiwillig.
und erinnert sich, sollte es nicht jetzt endlich Zeit sein, in den Karmel zu gehen? Seit 12 Jahren war der Karmel mein Ziel, seit mir im Sommer 1921 das Leben unserer Mutter Teresa in die Hände gefallen war und meinem langen Suchen nach dem wahren Glauben ein Ende gemacht hatte. Wo Edith dann angekommen ist, im Karmel, das wird uns Pater Roberto im zweiten Impuls sagen.